Die Sonne geht auf, die Vögel zwitschern. Sie sind am Leben, sie freuen sich, sie sind wieder hier im Paradies, wie sie es sehen. Mit ein bisschen Unruhe, mit ein bisschen Lärm, aber mit ein bisschen Gesang lässt sich alles wieder gut machen. Deshalb fangen sie ganz früh an zu singen, zu zwitschern und dem Schöpfer zu danken für diesen schönen Tag. Schaut euch diesen schönen Sonnenaufgang an. Der 2. Mai 2021. Was für ein wunderbarer Morgen. Ein Morgen, wo die Sonne aufgeht und das Leben beginnt. Wo die Vögel singen, wo die Tiere aufwachen, die Menschen noch schlafen, weil es noch nicht ganz hell ist, noch nicht ganz Morgen ist, noch nicht ganz Tag ist. Die Menschen ruhen von der Sorge, der Last, den Ängsten, den Arbeiten, den Zwang, den Kopfzwang, den sie in sich haben, alles zu tun, alles umzusetzen. Sie schlafen und ruhen sich aus. Doch bald geht die Sonne auf. Bald geht die Sonne auf. Bald geht die Sonne auf, die wirkliche Sonne auf. Und dann beginnt das wirkliche Leben. Nicht nur die Vögel zwitschern dann, sondern auch die Menschen freuen sich und werden leben. Nicht mehr arbeiten, nicht mehr Sorgen, nicht mehr Probleme erschaffen und bewältigen, sondern das Leben genießen, den Morgen erleben, die Welt neu erschaffen, mit Freude fühlen, mit den Vögeln und den Tieren den Schöpfer danken. Was für ein wunderschöner Tag. Auch für dich, mein lieber Freund. Das wünsche ich dir von Herzen. Guten Morgen. Wach auf und sei munter. Sei gleich da, bei vollem Bewusstsein. Und fang an, das Leben mit Liebe zu leben.